So, wir sind heute mal bei mir zu Hause, aber nicht, weil wir irgendwie MTV Cribs Home of the Unknown Journalist oder sowas machen wollen, sondern weil ich gleich ein Interview via Skype führen werde mit Oliver Becker, auch bekannt als der Legalisator. Und der plant am 21.06. diesen Jahres, an dem Tag spielt Deutschland gegen Ghana in der Fußballweltmeisterschaft, mit seinem Wohnmobil in den Görlitzer Park zu fahren, um dort Haschisch zu verkaufen und Deutschlands ersten mobilen Coffeeshop zu eröffnen. Sehr interessant. Viel Spaß. Hallo Oliver. Warte, ich muss da eben ein Video anmachen. Ja, das wäre cool. Erzähl mir doch vielleicht am Anfang erstmal ganz kurz einen Abriss über dich. Wer bist du überhaupt? Bin am 24.06.67 in Wuppertal geboren Remscheider. setze mich schon seit Anfang der 90er Jahre sehr intensiv mit der Thematik auseinander. Ich war Deutschlands erster Hanfsamen-Großhändler, zwar von 1992 bis 95 circa. Es wurde 1998 verboten, aber da war ich schon längst wieder raus aus der ganzen Geschichte. Aber ich habe die ganze Sache angefangen, war für Sensi Seeds und für Sea Seeds. Das war das erste öffentliche Marihuana-Gewächshaus in Altmeer. Da hatte der Besitzer Rudolf Forster damals sogar Eintrag im Handelsregister in Holland als Hanfsamenzüchter. Er war der Erste, mit dem habe ich zusammengearbeitet, auch mit der Sensi Seed Bank, und habe die Samen halt in meinem Headshop damals verkauft. Am 1. April 1992 kamen die Behörden vorbei in meinem Laden, nachdem am 15. März 1992 die Wuppertaler Rundschau über meinen Laden berichtet hat, und da hatten sie getitelt in der Schlagzeile: Haschisch im Sonderangebot. Polizei ist machtlos, Kifferläden boomen in Wuppertal. Das war so die kleine Untertitel darunter. Und da bin ich hingegangen, habe dann diese Schlagzeile "Hasch im Sonderangebot" ausgeschnitten, im Fotokopiercenter riesig groß fotokopiert, ja, und dann unten drunter ganz klein Zitat geschrieben: Wuppertaler Rundschau, Zitat, und das in mein Schaufenster gehängt. Und da hing dann in meinem Schaufenster "Hasch im Sonderangebot". Ja. Und ja, am 1. April, also dann nach diesem Artikel, wo halt auch darüber berichtet wurde, dass ich Samen verkaufe, war halt ein Riesenrun auf meinen Laden. Also ich konnte die Anfragen im Prinzip gar nicht alle bedienen, die ich dort hatte anhand Samen. Naja, und am 1. April kam dann die Polizei vorbei und ist mir mein gesamtes Inventar beschlagnahmt worden. Alles, was ich in meinem Laden hatte. Also 11.000 Mark damals, Pfeifen, Blättchen mit Steuermarke, Poster, Aufkleber, alles, komplett alles mitgenommen worden. Ich habe auch nichts davon wiederbekommen, bis auf das Poster, wo der Willy Brandt an einer Wasserpfeife zieht, neben seiner Ehefrau. Das hatte ich im Übrigen auch vorher noch ganz groß plakatiert, so in der Szenestraße, in der Luisenstraße, da hatte ich eine Plakatwand gemietet. Und da war halt ganz groß auf dieser, mit dem Telefon, da war ganz groß auf dieser Plakatwand halt der Willy Brandt, und gleich quer drüber: Gecko Headshop, Marihuana verkaufen wir nicht, aber Samen, Bücher und wie auch immer. Und da kam es halt zu dieser Sache, zu dieser Beschlagnahmung. Und ich bin auch dann später, im Februar 1993 kam es dann zur Verhandlung, da bin ich verurteilt worden wegen Aufrufe zu öffentlichen Straftaten, ja, obwohl ich allen Leuten immer gesagt habe, es ist verboten, diese Samen anzubauen und all diese ganze. Aber man argumentierte halt so, dass es, wenn ich die Samen in einem Laden verkaufe, die Bücher in einem Laden verkaufe, die alle indiziert waren und auch von Jugendlichen unzugänglich waren, ja, also ich habe mich da an die Gesetze gehalten, und die Pfeifen in einem Laden verkaufe, das würde so nicht gehen, ja, das war die Argumentation. Weil wenn man sich heute die Headshops anguckt, das wird überall so betrieben. Zwar werden keine Samen mehr verkauft, die sind aber erst 1998, am 1. Februar 1998 ins Betäubungsmittel gesetzt. Also seitdem sind sie illegal, vorher waren sie legal. Und habe da also im Prinzip gegen keinen Gesetz verstoßen, bin trotzdem verurteilt worden. Und mein damaliger Anwalt, das war Dr. Kurt Böhler, der war seines Zeichens vorher mal Polizeipräsident in Wuppertal gewesen, ja, und hatte dann nur noch ganz spezielle Fälle aufgenommen. Und mit ihm selber habe ich schräg gegenüber von meinem Laden gab es ein Café, das Café Müller, und das war so das seit den 70er Jahren das Kiffercafé in Wuppertal. Ja. Und der Besitzer, Thomas Körner, der war auch Mandant von Dr. Kurt Böhler. Und
haben mir ihn halt praktisch empfohlen. Und da habe ich mich drauf eingelassen und wir hatten auch zusammen vorher mal mit diesem ehemaligen Polizeipräsidenten dort gesessen und im Café Müller öffentlichen Joint geraucht. Ja. Und deswegen war ich eigentlich, hatte ich nur gedacht, der ist der richtige Mann. Aber im Endeffekt hat er mir dann geraten, dieses Urteil anzunehmen, was ich dann leider auch gemacht habe. Ich bin nicht dagegen angegangen. Ja. Und bin dann zu 50 Tagessätzen, also 70 Mark verurteilt worden und habe dann diese Strafe praktisch am Hals. Und das war auch das erste Mal, wo ich dann überhaupt in meinem Leben ins Gefängnis gekommen bin, für diese, weil ich die Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Und doch, Alicia, bitte. Und von daher gesehen geht's halt, bin ich halt dort verurteilt worden, ne? Und habe das Urteil dann letztendlich auch ausbaden müssen. Mein Vater hat mich dann hinterher aus dem Knast rausgekauft, nachdem ich da 10 Tage gesessen hatte. Und aber so bin ich im Prinzip zum ersten Mal letztendlich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen und aus dieser Tatsache heraus, also als man gegen mich Druck ausgeübt hat, kam es dann dazu, dass ich halt den Verein Hanf als Nutzpflanze fördern e.V. mitgegründet habe. Also ich habe die gesamten Einladungen dafür gemacht. Der erste stellvertretende Vorsitzende des Vereins, und das ist so ein bisschen so meine Geschichte. Ich bin halt seit der Anfang der 90er Jahre mit dabei. Wir haben dann beispielsweise dieses öffentliche Gewächshaus, haben wir eine Busfahrt organisiert, die wurde dann von der Bild-Zeitung Butterfahrt ins Haschparadies getitelt und solche Sachen. Alles. Das war alles 1992 noch, also ganz am Anfang von der. Und dann habe ich halt in Amsterdam die Leute vom Haschmuseum auch kennengelernt und habe von denen dann überhaupt zum ersten Mal mitbekommen, dass Hanf halt noch viel ganz andere Möglichkeiten hat. Also ich bin dort auf das Buch, was jetzt heute von Matthias Bröckers, der Nutzpflanze Cannabis Marihuana Hanf, was halt dort, das haben wir zum ersten Mal in englischer Version, da gab es das noch nicht in deutscher Sprache, in die Hand bekommen, habe dann die Leute vom BTM-Kurier kennengelernt, habe mich dann da richtig engagiert, habe für den CIA gearbeitet, also für Cannabis in Amsterdam, Holland's First Hemp Store. Genauso wie ich heute für die DEA arbeite, ja, die Drug Education Agency, ja, also ein YouTube-Kanal, wo es um Drogenaufklärung geht. Man kann halt die gleichen Begriffe nehmen, die von denen verwendet werden. Das wird halt in der Hanfszene schon länger gemacht. Also aus dem CIA ist dann auch der KGB geworden, als sie sich da auseinandergestritten hatten. Und das waren auch, ich weiß jetzt nicht genau, wofür die Abkürzung KGB damals noch stand. Aber es waren auch so einfach nur Wortspiele letztendlich, ne, um sie eigentlich so mit ihren eigenen Mitteln mehr oder weniger nicht zu unterwandern, aber Spielchen halt. Ne? Cannabis in Amsterdam, die Abkürzung CIA. Das war Hollands Förster Amster und für diesen Fall rumgefahren und haben auf Festivals eben diese Sachen promotet, dass es diesen Shop gibt, haben Samen verkauft, das war damals noch legal und so bin ich in die Hanfszene reingerutscht und bin also wirklich einer derjenigen, die schon seit Anfang an, in Anführungsstrichen, mit dabei. Natürlich gab es auch in den 70er Jahren schon eine Bewegung dagegen, aber da war ich einfach noch ein Kind, von daher gesehen, ja. Warte, ganz kurz. Ja. Ich mache hier DSLR-Kamera, zeichne nur 12 Minuten auf, deshalb muss ich immer mal ganz kurz wieder andrücken. Ja, klar. Was hast du? Ich glaube, du hast die gleiche Kamera wie ich. Eine 60D. Genau, die habe ich auch. Ja, das ist super. Cool. Ein Sony. Mit der ist dann sicher auch dein Video entstanden. Genau, mit dieser Kamera. Erzähl mir da doch nochmal deinen Plan, den du jetzt für den 21.06. hast. Ja, also ich leiste Widerstand nach Paragraph 20 Absatz 4. Das ist das Widerstandsrecht. Also jeder Deutsche hat das Recht auf Widerstand, wenn andere Hilfe nicht möglich ist. Und genau darauf berufe ich mich mit meiner Aktion, ja. Weil ich in der Drogenpolitik nur sehe, dass unsere Drogenpolitik, also sagen wir mal so, eine Droge, ob eine Droge illegal ist oder legal, ist eine politische Entscheidung. Ja? Absolut. Ja? Wir haben legale Drogen, dazu zählen Kakao, dazu zählen Kaffee, Tee, Cola, Zigaretten, Alkohol und was weiß ich nicht alles. Ja? Und diese legalen Drogen, ja, auf der einen Seite werden von der Industrie vermarktet und was weiß ich nicht alles damit gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir illegale Drogen und da wird immer massiv gegen angegangen. Und
dieses Ungleichgewicht überhaupt, mir geht es darum, dass erstmal über die ganze Sache diskutiert wird. Ja, also dass wir geben unseren kleinsten Kindern, den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft, schon Drogen, nämlich Kakao, und das ist von der Weltgesundheitsorganisation als Erregungsmittel, als Droge anerkannt, ja. Und da macht sich niemand, auch ich, niemand Gedanken drüber, ja. Und ich möchte diese Diskussion auf einer ganz anderen Ebene führen. Es gibt auch ganz andere Sachen noch, beispielsweise das künstliche Marihuana, wie sich dieser Markt entwickelt hat. Ich bin natürlich dadurch, dass ich diese ganze Sache mitgestartet habe als erster deutscher Hanfsamenproduzent, auch mit dafür verantwortlich, dass dort Sachen passiert sind, die in meinen Augen in die falsche Richtung gehen. Ich will das mal erklären. Also alle Hanfanbaugebiete, alle Haschisch-Anbaugebiete und Marihuana-Anbaugebiete in der Natur liegen in den Bergen. Ob das das Rifgebirge ist, ob das das Himalaya, Nepal, Afghanistan, Pakistan, Indien oder Südindien, das Kerala-Gebirge oder die Blue Mountains in Jamaika, egal, überall unter natürlichen Bedingungen THC hergestellt wird, sind Berge die Voraussetzung. Mit Kunstlicht macht man im Prinzip, man simuliert, das ist jetzt nicht ganz richtig so, aber man simuliert im Prinzip durch diese Erhöhung der Lichtausbeute und ein Hochgebirgsklima. Und da sind wir auf Höhlen, will ich mal sagen, gekommen, inzwischen künstlich von 5000 bis 6000 Meter Höhe, wo man unter natürlichen Bedingungen überhaupt gar keine Pflanzen mehr anbauen kann. Das ist auch der Grund, warum die THC-Werte angestiegen sind. Ich will es mal anders erklären, wenn jetzt ein Bauer hergeht in der Schweiz, ja, der sein Feld auf 1200 Meter Höhe hat ungefähr, ja, und er nimmt einen EU-konformen Samen, der unter 0,3% THC hat, er baut ihn auf seinem Feld an, dann hat er im ersten Jahr schon 1,2-1,5% THC und weiß gar nicht, wo das herkommt. Das kommt daher, weil er in den Bergen ist. Ja. Deswegen haben wir, da hat Frau Merkel recht, auch keine Tradition bei uns, weil wir haben mehr oder weniger zwar Mittelgebirge, nur Flachland, und dort entsteht kein THC. Und in 1850 ist kein Pferdefuhrwerk aus den Bergen losgefahren, aus Bayern oder sonst irgendwo aus Österreich, und hat dann das wenig THC-haltige Gras irgendwo hingebracht. Wurde dort auch als Knaster geraucht. Ja? Aber es kam halt nicht irgendwie in die Niederen, und deswegen haben wir dort in Deutschland auch keine großartige Tradition. Es gab zwar Haschisch, was auch als Medizin in Apotheken zu kaufen war, ja, was aus Indien importiert wurde, aber es war eher eine Medizin und wurde auch als solches, war nicht ein Berauschungsmittel. Zwar gab es auch ein paar ätherische Künste, die es dann auch als dafür verwendet haben, aber wie gesagt, wir haben da keine wirklich alte Tradition. Da muss ich der Frau Merkel wirklich recht geben. Ja. Das ist aber aus diesen Gründen gewachsen. Und wenn man jetzt weitergeht, ja, die Probleme, die jetzt auch in Holland derzeit vorherrschen, die liegen meines Erachtens nach nur daran, weil halt die THC-Werte gestiegen sind, künstlich gestiegen sind, und das verursacht letztendlich Probleme. Darauf möchte ich auch aufmerksam machen mit meiner Sache. Und dadurch, da spreche ich natürlich auch gegen die gesamte Legalisierung, die alle Cannabis-Social Clubs, aber alles baut sich immer nur auf den Kunstlichtmarkt auf. Ja? Und der Kunstlichtmarkt ist ja letztendlich nur entstanden, weil Hanf illegal ist. Ja? Wenn es nicht illegal gewesen wäre, ja, niemals illegal gewesen wäre, dann wäre auch niemals ein Kunstlichtmarkt entstanden. Wäre niemand auf die Idee gekommen, da überhaupt mal eine Lampe drüber zu hängen, um das so zu machen. Also von daher gesehen ist diese Problematik auch erst durch die Prohibition entstanden. Ich möchte halt auf diese ganzen Sachen auch aufmerksam machen, weil es mir wirklich wichtig ist, dass auch mal darüber diskutiert wird. Es wird nicht darüber, dass die Sachen kommen, sind auch nicht an der Öffentlichkeit, weil es ist ja letztendlich auch ein kommerzielles Interesse der Saatgutproduzenten, dass ihr Geheimnis, wie sowas entsteht, gar nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und diese ganzen Hintergründe, die da eine Rolle spielen, es wird einfach mehr oder weniger von dieser Seite her wird auch nicht darüber gesprochen. Ja, also es wissen auch viele Leute nicht. Also das ist ein Wissen, selbst wenn ich mir das Buch, die Enzyklopädie des Cannabis, Marihuana-Anbaus angucke, ja, da steht sowas gar nicht drin. Ja, diese ganzen wirklichen Fakten, die wirklich eigentlich wichtig sind, um die Sache zu verstehen, ist relativ unbekannt in der Szene. Mir geht auch darum, dass das einfach mal diskutiert wird, dass wir zurück zur Natur kommen. Meine Sache, dass ich kein Material verkaufe, was aus irgendwelchen Kunstlicht darstellt. Und da bleibt natürlich dann das marokkanische Haschisch zur Zeit. Ne? Und dann hast du auf deine Kamera, die 12 Minuten sind gleich wieder rum. Nee, wir haben noch 6, alles gut. Und du fährst dann mit deinem Wohnmobil in Görli am 21.06. Ich will mit meinem Wohnmobil reinfahren, ja, also ich denke, dass ich wirklich reinfahren werde. Ich meine,
wussten, die Brücke rüber geht zur Lohmühle. Da ist natürlich öffentlicher Straßenverkehr, da könnte ich mich natürlich auch so direkt einfach nur so hinstellen und dann das da machen. Aber ich habe schon vor, eigentlich auch dort reinzufahren, ja. Wenn dann, ich weiß nicht, gibt ja solche Poller oder wie man, ich weiß nicht, ich habe es mir noch gar nicht wirklich richtig angeguckt, wie man jetzt letztendlich reinfahren kann. Aber ich denke, die Polizei fährt ja mit ihren Wannen auch da rein. Da wird es einen Weg geben, irgendwo da reinzukommen. Ja, und diesen Weg werde ich dann mir suchen, da reinfahren. Ich möchte eigentlich in den Trichter unten mich unten reinstellen und dort ein Schild dranhängen, wo wieder Coffeeshop, meinen Gewerbeschein hänge ich vorne rein, also der mit, richtig mit Stempel drauf. Und natürlich kommt dann auch noch ein Beweis daran, dass meine Aktion Widerstand laut § 20 Absatz 4 ist. Dass wir diesen Hinweis, der wird auch irgendwo an meinem Wohnmobil dran stehen. Du hast es ja jetzt relativ lange vorher angekündigt. Meinst du nicht? Ist nicht so lang, würde ich mal sagen. Weil also, es ist jetzt bisher, ich weiß nicht, ich habe jetzt heute und gestern auch nicht reingeguckt, über 60.000 Mal angeschaut worden, dieses Video. Ist natürlich schon eine gewisse Nummer, ja. Aber wenn man sich den gesamten Markt anguckt von 4 Millionen Kiffern irgendwo, ist es also wirklich, das hat noch nicht jeder mitbekommen. Also ich weiß von guten Freunden von mir, die davon noch nichts mitbekommen haben, noch gar nichts mitbekommen, obwohl sie auf Facebook unterwegs sind und Facebook wird natürlich auch kontrolliert von der Zeit. Also die Nachricht, wenn ich eine Nachricht losschicke, kriegen nur 7% meiner Freunde überhaupt die Nachricht überhaupt. Ja? Und das ist natürlich auch ein Kontrollmechanismus, der dort eingebaut ist, damit nicht irgendwie mal irgendwelche revolutionären Sachen passieren. Aber ich weiß, dass ich mich durchsetzen werde und die Presse greift diese Sache auf. Die können die Sache einfach nicht totschweigen. Und wie gesagt, ich werde die Sache durchziehen und ich werde dort Haschisch verkaufen, werde mich praktisch gegen, werde gegen das Gesetz verstoßen. Und wenn man das, in dieser Aktion des Widerstandes, ja, muss ich dagegen verstoßen. Ansonsten hört mir auch keiner zu, ja. Das ist auch eine, ich habe keinen Titel oder sonst irgendwas. Ich habe nichts gelernt, habe noch nicht mal eine Ausbildung oder sonst irgendwas, ja. Und solchen Leuten wird in der Regel in der Gesellschaft nicht zugehört. Da muss man sich was einfallen lassen. Und ich bin Künstler, ja, ich sehe mich als Künstler, ich schreibe Drehbücher und auch diese Aktion wird einen künstlerischen Aspekt haben. Ja. Also es will ich jetzt noch nicht so viel darüber verraten, aber es wird auch, ja, wie gesagt, ich sehe mich selber als Künstler und es gibt eine gewisse künstlerische Freiheit. Erklär mir noch mal kurz, warum ist es so wichtig, dass das legalisiert wird? Oder dass es, was ist denn, weil du sagst... Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte. Ja. Also zum einen sieht es heute so aus, dass durch die Drogengesetzgebung erstmal die Mafia überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu finanzieren. Wir wollen alle Sicherheit, ja. Und die Sicherheit entsteht nicht dadurch, dass wir die Mafia, dass wir der Mafia Finanzierungsmöglichkeiten geben, ja. Das entsteht genau das Gegenteil, Punkt 1, ja. Dann, wie will ich einem Jugendlichen erklären, ja, der in seinem Erwachsenwerden auf jeden Fall in der heutigen Zeit Erfahrungen macht, dass auf der einen Seite Alkohol, ja, der macht, ja, also einen wirklich außer Kontrolle bringen kann, auf der einen Seite erlaubt ist und auf der anderen Seite eine Sache, die einen niemals zu einem solchen Punkt bringen kann, dass man anfängt rumzulernen, dass man sich nicht mehr konzentriert, dass man sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat, dass diese Sache verboten wird. Ja, wie will ich das einem jungen Menschen erklären? Da gibt es keine Erklärungsmöglichkeiten. Ja? Und aus diesem, das ist ein weiterer Punkt. Dann, man hat ja überhaupt gar keine Möglichkeit, auf junge Menschen zuzugehen. Die geben es ja gar nicht zu, dass sie es machen, weil sie machen ja was Illegales. Sie riskieren ihren Führerschein, was weiß ich, ihren Job und was weiß ich nicht. Also, es ist gar kein Zugang dafür da. Es gibt da noch viele, viele, viele andere Punkte, die dann eine Rolle spielen. Auch beispielsweise, also ich meinen Kindern, wenn die mal in das, meine Kinder sind 6 und 8 Jahre, wenn die in das Alter kommen, ich möchte ihnen die Sache vernünftig erklären können. Ich kann es derzeit nicht. Ich kann nur sagen, dieses Gesetz ist schwachsinnig und sonst nichts irgendwo. Und wie gesagt, es gibt da viele, viele Punkte. Hm. Kennst du den Vorschlag der Grünen im Bezirksparlament in Kreuzberg? Ach, natürlich, natürlich. Das ist ja dadurch ist die gesamte Sache ja, habe ich die ganze Sache ja aufgegriffen. Das ist der Auslöser, warum das in Görlitz stattfinden wird. Und genau diese Sache, ich habe mir da auch schon andere Gedanken darüber gemacht, wie man die Sache lösen könnte. Er hat ja schon andere Vorschläge, Konzepte entstellt. Und im Prinzip ist es ja so, es ist ein Drogenmarkt, der existiert, ja. Und diesen Drogenmarkt irgendwo, den kann man nur unter Kontrolle bringen, wenn man, man muss ihn unter Kontrolle bringen. Ich will jetzt mal, mein Vorschlag ist ja, ich will die Coffeeshop dort eröffnen und will dann umziehen, ja. Also das Problem ist, die Anwohner sind genervt, dort werden kleine Kübelchen gefunden mit Drogen, was
weiß ich, Kinder sind in Gefahr und das ist wirklich ein akuter, wirklich ein ganz dringender Handlungsbedarf. Ja? Und diesen Handlungsbedarf, der Markt ist da, also ist es am sinnvollsten, den Markt umzusetzen. Mein Vorschlag wäre dazu, das alte Jahr, ja, was ja jetzt gerade gebaut werden soll, ich weiß jetzt gar nicht, die Umstände nicht, aber dorthin umzuziehen. Und wenn halt im Jahr die Möglichkeit bestehen würde, ja, dass sie dort in Ruhe gelassen würden, also nicht immer diese Razzien zu befolgen, dann würden sie auch dorthin umziehen. Ja. Man könnte, weil dort nur ein Eingang entsteht, dort jemanden hinstellen, der die Ausweise kontrolliert, dass dort nur Leute unter 18 Jahren, über 18 Jahren reinkommen. Ja. So wäre der Jugendschutz direkt schon mal direkt umgesetzt. Ja. Also dort werden keine Anwohner, ja, die irgendwie sich belästigt fühlen könnten. Ja. Und von daher gesehen wäre der Markt an einem Platz. Gucken wir mal nach Dänemark, nach Kopenhagen, nach Christiania. Ja, ja. Dort gibt es, ich weiß nicht, Dutzende von Händlern, die auf ihrem Tisch in der Auslage die Aschesplatten liegen haben, die das Gras da stehen haben, man kann sich das so angucken, man kann es in die Hand nehmen, man kann da vorbeigehen und so weiter. Und das ist an einem Ort. Ganz Skandinavien kauft im Prinzip dort ein, ja, also auch die Händler, die dann in größeren Sachen aus Schweden kommen, die kommen nach Christiania und dort wird sich das. Das ist an einem geballten Ort, ja. Das ist kontrolliert letztendlich, mehr oder weniger. Es wird quasi geduldet, wenn irgendwelche Rockerbanden da jetzt in der schreit die Polizei auch mal ein und so weiter, dann beobachtet das natürlich auch. Und genauso müsste man das auch in Berlin machen, dass an einem kontrollierten Ort, wo ein Jugendschutz stattfinden kann, der Markt ist da und dann haben wir das Problem in 3 Wochen gelöst. Dann ist niemand mehr im Görlin, dann wird dort niemand mehr angesprochen, weil wenn dort jemand noch jemanden ansprechen würde, der könnte dann wirklich mit drastischen Strafen rechnen, wo er dann auf dem anderen Gebiet quasi, ich würde mal in Anführungsstrichen sagen, ein bisschen Freiraum hat. Da würde jeder von den Schwarzen würde damit hin und hin umziehen. Wenn sie da wissen, da können sie reingehen, ihr Material so irgendwie verkaufen. Und dann wäre der Markt direkt unter Kontrolle. Und das ist mein Vorschlag, den ich mache. Warum? Ich habe ja auch mit Jonas Schemmel gesprochen, der das von den Grünen eingebracht hat und jetzt mit dir. Und es ist immer so, ihr stellt es als relativ offensichtlich dar und gerade dieser Jugendschutzaspekt ist ja auch tatsächlich relativ offensichtlich. Warum wehrt sich die große Politik sozusagen so vehement dagegen? Sie sagen immer, das ist das falsche Zeichen irgendwie. Wir würden das falsche Zeichen den Jugendlichen damit geben irgendwo, dass wenn wir eine weitere Substanz freigeben. Das ist halt eines der Hauptargumente in dieser Sache. Und ich kann es einfach nur sagen, irgendwo, dann überlegt mal, wenn ich jetzt sage, oder wenn wir mit, wie gesagt, eben das Beispiel Kakao, Tabak, Tee, die ganzen anderen Sachen irgendwo, das ist einfach nur verlogen irgendwo. Und das begreifen immer mehr Leute, dass sie von der Politik belogen werden. Und das ist einfach nicht der richtige Weg, sozusagen. Die Jugendlichen machen ihre Erfahrungen. Da können wir uns auf den Kopf stellen irgendwo. Die sitzen zusammen mit ihren anderen Freunden irgendwo, die kiffen und da muss mitgekifft werden. Da gibt es im Prinzip für die anderen Jugendlichen gar kein Thema. Die werden es ausprobieren, ja. Viele kommen auch gar nicht damit zurecht. Also viele von meinen Freunden, die gar nicht kiffen irgendwo, die sagen, das ist nicht meine Droge, komme ich nicht mit zurecht. Genauso wie ich sage, ich komme mit Schnaps nicht zurecht, trinke überhaupt keinen Alkohol, gar nicht. Also schon mal ein Bier, aber alles, was über 15% hat, irgendwo, also kann ich sagen, habe ich in den letzten 25, 30 Jahren, das passt alles in eine 1-Liter-Flasche, weil ich einen Schnaps getrunken habe in den letzten 30 Jahren. Also, ich komme damit nicht zurecht. Ja. Das ist für mich eine Sache, da habe ich schon einen Kontrollverlust gehabt, worum man mir später erzählt hat, was ich gemacht habe. Und sowas möchte ich auf gar keinen Fall. Bei Hand, egal wie viel ich davon konsumiere, selbst wenn ich jetzt einen ganzen Kuchen aufesse, wo sagen wir 30 Gramm drin sind, dann schlafe ich höchstens ein irgendwie, aber mehr auch nicht. Und das steht in keinem Verhältnis. Vielleicht als Abschlussfrage, warum der 21.06. Deutschland spielt gegen Ghana? Ist das für dich irgendwie Symbol? Auch, also ich meine, als ich die Sache, die Flyer habe ich schon letztes Jahr gedruckt, ja. Also schon über ein Jahr sind die Flyer, da wusste ich noch gar nicht, dass Deutschland an dem Tag gegen Ghana spielt, ja. Der 21.06. ist, eigentlich hatte ich zunächst mal den 28.06. als Datum. Also ich habe mir auch ein paar Karten, Visitenkarten, große Flyer gedruckt gehabt, da steht noch der 28.06. drauf. Da haben wir, da ist ein Wochenende Fusion, da gehen alle auf die Fusion, blablabla, ich mach dort anderes und wir haben überlegt, okay, 21.06. ist irgendwie, das ist einfach letztes Jahr entstanden, hat damit nichts zu tun. Sollte auch eigentlich Holy Woodstock, das heilige Woodstock in Heiligenwald, Hollywood, stattfinden, da habe ich die letzten 10 Jahre gelebt, im Saarland, aber da wird niemand hinkommen im Saarland und
der Görlitzer Park ist der richtige Ort, eben wegen der Diskussion. Der 21.06. Sommeranfang ist auch ein. Es gibt noch einen anderen Punkt, der da vielleicht eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich genau vor 13 Jahren, am 21.06.2001, das war ein Tag, an dem gab es eine totale Sonnenfinsternis. Ja? Und diese Sonnenfinsternis, die war in Sambia. Ich hatte eigentlich, war zu dem Zeitpunkt gerade in Marokko, in Marrakesch. Von Marrakesch wollte ich eigentlich nach Sambia fliegen. Mein Flug ging dann über Casablanca, Kairo, Addis Abeba nach Lusaka. Und mein Ticket von Marrakesch hatte ich das in der Tasche eingepackt und bin einfach. Meine Tasche war in Lusaka und ich stand mit meinem Handgepäck in Casablanca. Das war an diesem Tag. Und ich habe wenn du dir unter dem Link holywoodstock.de, da findest du mein Drehbuch, ja. Das heißt, warum Haschisch verboten ist. Und diese Geschichte, die in diesem Drehbuch beschrieben ist, ja, hatte ich mit anderen, also das ist eine Verschwörungstheorie, wo es darum geht. Es geht darum, der amerikanische Dollar ist aus Handpapier. Ich erkläre damit, warum Kriege gewesen sind, warum Japan in den Zweiten Weltkrieg interveniert ist, warum der Vietnamkrieg gewesen ist. Das alles hat Hintergründe mit dem Papier des Dollars. Wie gesagt, eine Verschwörungstheorie. Ich habe daraus einen fiktiven Film gemacht, ne? Eine fiktive Geschichte. Und das möchte ich halt. Diese Geschichte hatte ich am 21.06. An den Spiegel geschickt, ja, weil ich mich darüber geärgert hatte und habe diese ganze Sache aus Casablanca dann von da aus dahin geschickt. Vorher habe ich sie noch ins Arabische übersetzen lassen, ein paar Monate vorher. Und wenn du das Ende des Filmes liest, das ist eine Sache, die tatsächlich so passiert ist. Müsstest du allerdings dafür mal lesen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Ja. Ja, super, vielen Dank. Wann kommst du nach Berlin? Wann kommst du nach Berlin? Spätestens am 21.06. werde ich da sein. Wie ich nach Berlin komme, weiß ich noch nicht 100%. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ich in dem Marokko erledigen möchte. Darum geht es auch darum. Ich habe ja auch erwähnt, dass ich einen Brief an den König geschrieben habe. Und ich meine, er ist noch nicht raus jetzt heute. Ja, also er ist schon übersetzt ins Arabische, aber ich hatte damals, 2001, hatte ich hier in Marokko ein Tourismuskonzept entwickelt. Also hatte ich einen Campingplatz, Rift Beach Camping. Das war ein Steak, weil zwischen Whitlow also an der Mittelmeerküste. Und dort hatten wir die Genehmigung, einen Party-Campingplatz zu machen. Ja. DJ Goa Gil war am 8. August zur Eröffnungsparty da. Und wir hatten halt die Genehmigung, im Prinzip 365 Tage im Jahr dort einen Party-Campingplatz zu machen. Ja. Dann kam der 11. September und dann ist das Tourismuskonzept in Marokko total zusammengebrochen. Ich selber musste ausreisen, weil einfach die Stimmung danach sehr, sehr schlecht war. Und das hat im Prinzip dazu geführt, dass dieses Konzept nicht durchführbar war. Aber letztendlich hatte ich zu jener Zeit auch einen Brief an den König geschrieben. Und einen Tag, nachdem ich den Brief geschickt hatte, standen schon 4- und 5-Sterne-Generale neben meinem Bus und wollten mit mir sprechen und was weiß ich. Und dann kam halt, wie gesagt, diese andere Sache dazwischen, der 11. September dazwischen. Da hat sich die ganze Sache sowieso zerschlagen. Aber ich weiß, wenn man auf den König hier zugeht mit einem Brief, dann ist auch einmal direkt um einen rum, geht es richtig ab von Militärs, von hohen Militärs, die dann einen, gerade wenn man als Deutsche mit einem solchen Thema auf ihn zugeht. Und im Augenblick ist halt noch nicht die Lage, dass ich das so umsetzen kann. Ich muss da noch ein paar Tage warten, dann kann ich. Und der König, bin in der Nähe von Nador, ist auch schon ersichtlich, dass der König in den nächsten Tagen hier hinkommt. Das liegt daran, dass Fahnen überall, wo marokkanische Fahnen aufgehängt werden, immer da, wo der König hinkommt, da wird alles mit Fahnen geschmückt und die Stadt wird geschmückt und das wird hier gerade vorbereitet. Also ist ersichtlich, der König wird in den nächsten Tagen auch hier hinkommen, wo ich mich gerade in der Nähe aufhalte. Da muss ich einfach nur den richtigen Augenblick abwarten, wann ich den Brief abschicke. Und wenn dort von Seiten dann nicht reagiert wird, werde ich natürlich in die Öffentlichkeit gehen. Seine Facebook-Seite hat hier über 1,1 Millionen Followers und also Folger. Wenn ich den dort öffentlich poste irgendwo, dann wird er sich, weil dieses ganze Thema hier in Marokko auch gerade unglaublich in der Diskussion. Vor 3 Tagen war hier eine Fernsehdiskussion zur besten Sendezeit im meistgesehenen Sender. Und hier in Marokko wird ganz anders. Es ist ein traditionelles Ackerland. Hier wird im 17. Jahrhundert gibt es hier das verbriefte Recht an die
Bauern im Rippgebirge, dass sie Hanf anbauen dürfen. Und hier wird aus diesen Traditionen heraus ganz anders über die ganze Sache diskutiert. Der Anbau hier in Marokko ist zurückgegangen, obwohl der Markt in den letzten, letzten 20 Jahren in Europa explodiert ist. In ganz Osteuropa, ja, einschließlich der DDR, gab es vor der Wende, war Cannabis überhaupt gar kein Thema. Es gab es nur in ganz elitären Künstlerkreisen. In der ganzen Tschechoslowakei, in Ungarn, allen Ostblockländern wurde bis vor der Wende so gut wie überhaupt nicht gekifft. Ja. Und dieser Markt, ja, der ist unglaublich explodiert, aber der Anbau in Marokko ist zurückgegangen. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Es liegt aber nur daran, heute wird überwiegend künstlich Marihuana geraucht. Und dieser Markt hat sich einfach so weit entwickelt, heute, wenn ich das mal aus der Sicht eines Großdealers beschreiben würde, ein Großdealer verkauft 100 Kilo Gras und in der gleichen Zeit verkauft er 5 bis 6 Kilo Hasch. Und das ist noch billiger, als das, wie er sein Gras verkauft. Ja, also der Markt, die Nachfrage hat sich einfach dementsprechend total verändert. Und dadurch ist der Anbau hier zurückgegangen. Die Bauern merken das hier, dass sie verkaufen weniger. Das Preisniveau hat sich in den letzten 20 Jahren hier ist stabil geblieben für Haschisch. Aber die Lebenshaltungskosten sind gestiegen und die haben definitiv Probleme dort. Und darüber wird hier diskutiert. Unter anderem, ja, dadurch, dass sich der Markt unglaublich geöffnet hat, in den USA, im Mutterland der Prohibition, kommt überhaupt gar kein Druck mehr auf Marokko. Ja. In Cannabis, in Spanien gibt es 600 verschiedene Cannabis-Social-Clubs. Auch von da kommt nicht mehr so ein Druck, wie er mal ausgeübt worden ist auf Marokko. Ja. Und trotzdem sind die Anbaugebiete zurückgegangen. Ja. Und darüber diskutiert man hier. Also man diskutiert auch hier in Marokko schon darüber, in den Kunstlichtmarkt einzusteigen und so weiter. Also es gibt da wirklich Diskussionen, das wird hier auf einem ganz anderen Niveau geführt als in Deutschland. Vielleicht eine Sache ist mir doch noch da durchgegangen. Wenn die Polizei dich mitnimmt, gehst du in Hungerstreik. Ja, sofort. Und dann auch, wenn die dich... Ich kann mir sicher sein, dass die Hanfszene hinter mir steht. Ja. Also ich habe die Argumente, ich glaube aber gar nicht, dass sie mich verhaften werden. Also ich gehe inzwischen schon davon aus, wirklich, dass sie mich gewähren lassen werden. Weil okay. Die Argumente stehen auf meiner Seite, das wissen sie. Ja, also die Politiker sind die Mafia, ja, und nicht ich. Das ist meine Meinung, und diese Meinung vertrete ich 100%. Und wer sich wirklich mit dem Thema richtig auseinandersetzt, ja, das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Man muss auch die ganzen Wurzeln das Problem an der Wurzel anpacken, ja, und die Wurzel muss man erstmal erkennen, ja? Und das ist natürlich die Voraussetzung, aber wer das macht und sich wirklich mit dem Thema richtig auseinandersetzt, der wird das erkennen und der wird mir folgen. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Dann wünsche ich dir alles Gute. Wir sehen uns am 21. Noch eine Sache. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Das wird uns vorgegaukelt. Wir leben in einer Lobbykratie. Ja? Und das ist das, was zurzeit zählt irgendwo. Und wenn man das Wort Mafia jetzt erwähnt, ja, wer überhaupt die Mafia ist, ja, dann muss man sich genau unter diesen Aspekten die Sache mal genau angucken. Und das mache ich. Was anderes mache ich nicht. Und ich leiste Widerstand dagegen, weil ich es einfach total leid bin, dass ich angelogen werde von diesen Arschlöchern da. Wirklich. Das ist meine Meinung und es muss mal jemand den Mut haben, das machen zu machen. Und ich bin die richtige Person. Ich habe die Argumente, ich weiß, wie ich mich da bin, vielleicht kein guter Rhetoriker, was jetzt die Sache so, wie ich mich mündlich ausdrücke und so weiter. Da gibt es sicherlich einen Oscar Lafontaine, ein brillanter Rhetoriker, der kann die ganze Sache, das kann ich nicht, diese Qualitäten habe ich nicht, aber ich kann mich schriftlich äußern und das werde ich auch machen. Mein Buch, so gesehen, wo es ja auch darum geht, um die Veröffentlichung meines Buchs, heute, 2 Wochen davor, sage ich, habe noch gar nicht angefangen zu schreiben. Ja, brauche ich nicht. Ich brauche im Prinzip nur 2-3 Briefe, die ich mal an die richtigen Leute als geschrieben habe, veröffentlichen und dann ein kleines Vorwort dazu und der Rest kommt noch. Ich meine, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, ja, was ich schon gemacht habe, ich habe schon in Indien am Flughafen in New Delhi gestanden, mit 3,5 Kilo Haschisch in meinem Gepäck, in meinem Fahrradfall versteckt, ja, habe mit dem geredet, irgendwo, die haben mich dabei erwischt, ja, bei der Kontrolle, wo und ich bin trotzdem nach Hause geflogen, die haben mich fliegen lassen. What? Das ist eine Tatsache, ja, das war Anfang der 90er Jahre. Ja, what? Ja, kann man dazu nur sagen. Aber ich hab's drauf, ich weiß, wie ich mich da ich hab dem erzählt, ich bin Wissenschaftler, erstens hatte ich meinen Pass, ja, und hab in meinem Pass, hatte ich ein Einjahresvisum, da habe ich mit einer Rasierklinge ein 10-Jahres-Visum draus gemacht, Zelt reingeschrieben, ja, ich hab dem erzählt, ich bin Wissenschaftler,
ich arbeite für euer Land, hier ist mein Rückflugticket, ich komme in 10 Tagen zurück. Nach Indien hatte ich natürlich tatsächlich dieses Rückflugticket. Und ich komme nur, wir brauchen für unser Projekt Geld, es ist eure Kultur, lasst mich fliegen, ich verdiene nur Geld damit irgendwo. Die habe ich durchgelassen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das mit der Berliner Polizei dann funktioniert. Also ich werde da sein, wir werden uns sehen. Ja, was ich sage, also ich meine, ich werde mich auch noch mit einem öffentlichen Brief, einem offenen Brief an die Polizeibeamten wenden und da wird so eine kleine, also will ich beschreiben, wie wir das damals bei der Bundeswehr gemacht haben. Ja? Wenn irgendwie auch bei der Bundeswehr irgendwas auf dem Dienstplan stand, wo wir keinen Bock drauf gehabt haben, dann sind wir morgens anstatt im Grünzeug im Blaumann angetreten, das war das Zeichen, wir gehen zum Arzt. Am 21.06. irgendwo, man kann ja krank sein, ne? Ganz einfach. Ne? Vielleicht ist ja gar keiner da. Ich drück dir die Daumen. Super. Man muss nur irgendwo gucken, wie, weißt du, die haben doch auch gar keinen Bock da drauf, irgendwo die da zu verfolgen. Die wissen doch selber, wie es ist. Viele von denen kiffen selber irgendwo, nehmen andere Drogen, Koks, was weiß ich, was wissen selber, dass das ist. Aber die Politiker haben Missbrauch von den Politikern. Total missbraucht. Und das muss man denen öffentlich, also muss man denen erstmal in ihren Mind bringen, dass sie missbraucht werden. Ich bin kein Feind der Polizei, im Gegenteil. Es war ein Posting letztens, Fax the Police, ja, das habe ich beantwortet. Danke, liebe Polizei, dass ihr mir und meiner Familie das Leben gerettet habt. Nämlich in Barcelona hatte ich einen Unfall, da hatte ich 2 Reifen von meinem Wagen verloren, nämlich in der Doppelbereifung. Und die lagen auf der 3. und 4. Überholspur. Dank der Überwachungskamera, ja, war die Autobahn innerhalb von weniger als 2 Minuten gesperrt. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Ja? Und ich bin dankbar gewesen, dass die Polizei da war. Aber sie werden einfach nur missbraucht. Und das muss man ihnen einfach mal klar machen. Ich bin da absolut, wir brauchen in einem Rechtsstaat einen Polizeigang. Auf jeden Fall brauchen wir. Ja? Und dieses ganze Fax in Polizei, woraus entsteht denn das überhaupt? Dadurch, dass die Jugendlichen irgendwo sich vor denen immer verstecken müssen, weil sie einfach was machen, was eigentlich, wo sie mit dem Gesetzkonflikt steht. Und da ist der Ordnungshüter und muss eingreifen irgendwie so, die werden missbraucht. Punkt. Und das müssen sie verstehen. Und viele sind dabei, das inzwischen zu verstehen. Also rufst du, den Widerstand, ja. Rufst du eigentlich auch bei der Polizei so ein bisschen zu? Natürlich, ich habe schon ihnen auf die zugegangen, aber keine Antwort von denen erhalten. Deswegen versuche natürlich, ganz klar gehe ich auf die zu. Sie sind meine Freunde, ich muss mit denen zusammenreden. Auch ein solcher Markt, ja, wie jetzt beschrieben in Dänemark oder sowas, oder in Holland, ist eine Duldung gewesen, ja. Und das geht darum, die Sache unter Kontrolle zu bringen. Und auch in Deutschland muss die Polizei natürlich wissen, was abgeht, ja. Aber es ist doch besser, den Markt an einem Ort zu kontrollieren irgendwo, als ihn so, wie wir jetzt haben, wo kleine Kinder Kügelchen finden, weil einfach immer alles versteckt wird und so weiter. So kann es ja nicht weitergehen. Wir müssen eine Lösungsmöglichkeit finden. Ja? Der Markt ist da, er existiert und wir können ihn nicht dadurch, das funktioniert ja nicht mit den Repressionsmaßnahmen. 3,5 Milliarden werden im Jahr ausgegeben, ja, an Repression, 10 Millionen für Prävention. Und ja, da reden die Politiker von Säulen. Was sind das für Säulen? Wenn man ein Haus baut, ja, und ein Architekt baut ein Haus, auf der einen Seite eine 3500 mm Säule und auf der anderen Seite 10 mm Säule, ja, dann wird ein geistig behinderter Blinder mit Krückstock wird sehen, dass dieses Haus zusammenbrechen wird, ja. Und das versuchen eben die Politiker wahrzumachen. Das geht doch nicht. Das ist doch keine, also, wir werden von vorne bis hinten belogen. Und das werden auch die Polizisten verstehen. Wie gesagt, ich bin kein Feind der Polizei, ich bin ein Freund der Polizei, ja. Und wenn jetzt die nächste Zöllner, die jetzt, es war jetzt gerade die 39. Plenarsitzung am 5.6., wo es um den Antrag der 122 Strafrechtsprofessoren geht, und wenn dann der Frank Themel, ein ausgebildeter Kriminologe, der aus der Rauschgiftbekämpfung kommt und sagt, er hat sich dem Thema ergebnisoffen geöffnet, ja, dann ist die Aufgabe eines jeden Polizisten, sich ergebnisoffen zu eröffnen. Und diese Frau Zöllner sagt, der Mann ist der Wolf im Schafspelz, ja. Da kann ich nur sagen, irgendwo, was bist du? Also, absolut, das geht in meinen Augen überhaupt nicht, ja. Ein Polizist muss, wenn er an eine Sache rangeht, ergebnisoffen rangehen, ja. Wenn er direkt von vornherein sagt, du bist schuldig, ja, dann braucht er gar nichts zu ermitteln, irgendwas. Das ist doch keine Art zu ermitteln, ja. Man ermittelt ergebnisoffen, immer. Und das ist die Aufgabe der Polizei, ja. Und ich fordere sie einfach nur dazu auf. Mehr nicht. Ergebnisoffen, ja. Und wenn man ergebnisoffen, man kommt zu keinem anderen Schluss. Und wenn ihr sagt, ja, es ist ja sowieso schon
guckten auch Parteiprogramme bei den Linken, ihr wollt ja sowieso eine Legalisierung, wir wollen dafür nicht verantwortlich sein, dass da Jugendliche irgendwo, dann sage ich irgendwo, ey, fasst euch mal an den Kopf irgendwo, ey, Alter, das geht überhaupt nicht. Die lügen uns an, bis geht nicht mehr und dagegen gehe ich auf die Straße. Und dafür werden mich werden mehr Leute unterstützen als die Politiker, das weiß ich jetzt schon. Wir müssen diese Leute vor Gericht stellen, darum geht's. Echt, die gehören vor Gericht gestellt, weil sie uns belügen. Ja. Oliver. Ich hoffe, ich habe dir da ein paar Punkte gegeben zum Nachdenken. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf Lager, glaub mir, ich habe noch ein paar andere Namen. Es kommt fast ungeschnitten ins Netz, das Ding. Okay. Deshalb, genau. Wir sehen uns am 21. Ja? Vielen Dank. Danke, vielen Dank fürs Interview. Sehr cool. Ja, bitte. Ciao. Ciao. Ich liebe auch, ne?